Guten Morgen und herzlich willkommen bei Elektrisch unterwegs, eurem kleinen Blog zur Elektromobilität. Ich bin gerade am Samstag, den 1. Dezember, auf dem Weg zum Weihnachtsstammtisch in den Harz. Ja, elektrisch in den Harz bei aktuell 7 Grad auf der A44. Ladesäule ist geplant in Warburg, sind noch knapp 100 Kilometer. Wetter ist, wie man sieht, eigentlich ganz hübsch. Folgen Sie A44, E331. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das eine relativ entspannte Fahrt wird. Frage ist, wie es dann am Ende den Berg hochgeht, weil das sind dann, glaube ich, nochmal 600 Höhenmeter zum Torfhaus, dort, wo das Treffen stattfindet. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir vorher noch laden müssen oder nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt noch 94 Kilometer zu fahren, 170 Kilometer Reichweite. Ich denke, das wird ganz entspannt. Ich melde mich, wenn ich in Warburg bin, und dann sage ich euch noch ein bisschen was zu der Ladesäule und wie es dann weitergeht. Bis später. Hallo. Kleine Planänderung, ich hatte mir jetzt überlegt, vorher in Warburg zu laden, aber das war mir jetzt mit, keine Ahnung, 80 Kilometern Rest dann doch ein bisschen weit hin. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, an der schönen Weser Pause zu machen. Ich bin jetzt in Reinerzhagen, das ist die Fähre Reinerzhagen-Himmeln. Auf der anderen Seite in Himmeln ist eine Ladesäule, da vorne ist noch eine Gaststätte, da werde ich jetzt gleich Pause machen. Und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich denke aber mal schon. Und dann gucke ich mal, dass wir dann gleich laden. Ich bin jetzt gefahren 209 Kilometer. Hab noch 30 Kilometer Rest. Von daher, selbst wenn die Ladesäule hier nicht funktionieren sollte, denke ich nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Bis nachher. Ich stehe jetzt an der Ladesäule in Himmeln. Das ist eine Ladesäule der Münden Mobil. Versorgungsbetriebe an Münden, wie man hört. Die Zoe zirpt, Auto lädt, sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, eine 22 kW Säule sein. Von daher mache ich jetzt erstmal ein Päuschen. Ich denke mal, eine gute Stunde wird es brauchen. Und dann werde ich gleich die Straße wieder runtergehen und Schluck trinken, auf Toilette gehen. Da unten 100 Meter zurück ist eine Gaststätte, die kenne ich vom Motorradfahren, deshalb habe ich den Platz hier ausgewählt. Gefahren bin ich jetzt etwas über 200 Kilometer und muss jetzt, glaube ich, noch 120, glaube ich. Muss ich aber gleich noch mal im Navi gucken. Ich denke mal, dass ich irgendwann so um 3 oder so am Torfhaus bin. Und dann gucken wir uns mal an, was da so alles abgeht. Bis später. Der Stammtisch findet am Torfhaus im Café-Bar-Restaurant Halali statt. Jetzt ist mittlerweile schon so ein bisschen dunkel, von daher keine wirklichen Impressionen, außer dass ich jetzt hier oben gewesen bin. Und es ist auch schweinekalt, es ist knapp über 0, ich sag mal so 1-2 Grad. Von daher werde ich jetzt reingehen und euch von da noch ein paar Impressionen zeigen. Und dann machen wir uns noch einen entspannten Abend. Und hier haben wir jetzt unser Trüppchen elektroaffiner Autofahrer, die bei Temperaturen um den Nullpunkt aufs Torfhaus in den Harz fahren. Gar nicht mal so wenige. Klaus ist natürlich auch wieder dabei. Sag mal hallo, Klaus. Hallo. Alles Elektroautofahrer.
Guten Morgen. Ich bin jetzt um, keine Ahnung, kurz vor 9 in Altenau, da wo ich übernachtet habe, hier in der Pension Quellenhof. Die Gastgeber haben mir eine Schuko zur Verfügung gestellt, mit der ich über Nacht jetzt geladen habe. Ich fahre jetzt hier mit 191 Kilometern wieder los. Diesmal will ich wirklich nach Warburg zum Schützenplatz fahren und dort laden und dann nach Hause fahren. Wetter ist eher mistig, es regnet, es ist kalt, die Heizung läuft auf vollen Touren. Aber wie gesagt, ich habe noch 191 Kilometer und eigentlich geht es bis Warburg nur bergunter. Von daher bin ich relativ sicher, dass ich da mit ausreichend Ladeleistung ankomme. Gut, ich melde mich, wenn ich in Warburg bin und dann schauen wir mal, ob das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Bis später. Ich bin jetzt in Warburg fertig mit Laden. Ich habe jetzt 182 Kilometer Reichweite. Ich muss irgendwas um die 160 Kilometer fahren. Von daher sollte ich damit problemlos nach Hause kommen. Interessanterweise ist hier die Säule vorhin verparkt gewesen. Von daher musste ich mich so ein bisschen auf die Wiese stellen. Aber das ist dann so, hat glaube ich niemanden gestört. Sieht nur ein bisschen doof aus, wenn das Auto auf der Wiese und nicht auf dem jetzt mittlerweile freien Parkplatz steht. Aber ich kann es nicht ändern. So ist das. Ich fahre jetzt nach Hause und dann gucken wir gleich mal. Bis dann. Ciao. Ganz am Schluss nehme ich doch noch ein bisschen Ladung in Essen am Hauptbahnhof mit. Weil ich muss für die Familie noch zum Lidl was einkaufen. Da kann ich dann jetzt gleich hier noch an der Ladesäule am Hauptbahnhof, wie gesagt, am Handelshof in Essen nochmal ein bisschen was laden. Komme ich ganz sicher nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!